sagen, es weihnachtet sehr. Herzlich willkommen zurück bei mir und herzlich willkommen zum 8. Dezember Kläppchenöffnungstag. Tralala. Ja, wir machen doch mal, wir fangen sofort an, ne? Wir machen, nein, ach, wir sind, doch. Doch, die Nummer 8, ne? Ja, die Nummer 8. Genau, die Nummer 8. Ja, die Nummer 7 hatten wir ja gestern. Ach, kommt ja total durcheinander, ne? Die Nummer 8, was haben wir denn hier in dem tollen Milka Adventskalender? Ah, eine kleine Nummer 8. Oh, eine Nuss. Das ist wie Scrat. Von Ice Age. Eine Walnuss. Eine halbe Walnuss. Ja, das ist mein tägliches Schoki. Das geht immer. So, dann machen wir doch gleich hier weiter mit dem Balea Adventskalender, meine Liebe. Ich muss ja immer aufpassen, dass mir das hier nicht das zweite Mal passiert, dass mir alles umhaut. Die Nummer 8. Uah, ich bleibe hier immer mit der Feder hängen. So eine kleine 8. Gestern hatten wir schon eine kleine 7. Warte mal, eine kleine 8. Hier ist irgendwas auch durcheinander, seht ihr? Ha! Irgendwas ist hier noch, also irgendwas ist hier, was hier nicht hingehört. Wo kommst du denn hin? Ich glaube, du musst in die 24. Ja, die 24 hat sich schon versteckt. Mut ist der Zauber, der Träume Wirklichkeit werden lässt. Das stimmt. Oh, das ist aber schön. Hey. Ich stelle den gleich wieder da hinten hin. Wir lassen den jetzt erstmal hier unten. Oh, guck mal, eine feste Bodybutter für ein geschmeidiges und samtes Hauptgefühl. Das ist aber toll. Oh, da gehen die auch im Adventskalender mit der Zeit, ne? Die Balea feste Bodybutter mit Sandton und Orangenduft pflegt die Haut dank der Formulierung mit Kakao und Shea Butter. Die Bodybutter schmilzt bei der Anwendung sanft auf der Haut und sorgt für ein geschmeidiges und sanftes Hautgefühl. Schön. Oh nein. Oh, die riecht gut. Oh, guck mal, das ist ein Schneemann. Ach, also der Balea Adventskalender begeistert mich jedes Jahr um. Ach, toll, toll. Applaus. Toll, toll, toll. So, einmal hier Xmas, was mir vorhin mal hier mein Genick gebrochen hat. So, die Nummer 8 in dem Essens Adventskalender suchen wir jetzt mal. Da haben wir sie schon. Die 8, boah, ist sehr schmal. Prime like what? No one's watching. Ein Nagellack oder ein Nagel, ein Mini-Nagel-Primer. Sowas gibt's auch. Okay, der wird weiter wandern. Ich benutze ja keinen Nagellack. Ich gehe ja immer zum Nageln und ja, aber ist nicht schlecht, ne? Nur, aber der wird weiter wandern. Ich packe ja immer wieder Steffi-Boxen, nicht? So, einmal den Essens wieder hier hinten hin. Die packen wir da drauf und jetzt nehmen wir den von Revolution. Mal gucken, was uns da heute erwartet. Die 8. Oh, die ist aber groß. Na, ist da wohl ein Highlighter drin oder sowas? Ich sehe eine Palette. Ich sehe eine Palette. Oh mein Gott, eine Honey Eyeshadow Palette in der Nummer 8. Wow, so eine Quad Palette. Gut, die ist dunkel angehaucht. Ich zeige es euch mal. Oh, das ist aber ein Schwarz. Guckt mal, schön, oder? Hm. Ein Swatch, oh. Wir machen mal die, oh, Silber und Gold hier. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ich muss mal gucken, damit ich... Oh, boah, das ist Gold und Silber aus der Palette. Wow. Ah, wirklich toll. Super, bin begeistert von der 8. Herrlich. Palette geht immer. Eine Lidschattenpalette geht immer. Ich glaube, den Revolution-Kalender werde ich mir nächstes Jahr auch wiederholen. Da ich ja eher ein Revolution-Fan bin, liegt das ja auch nahe, ne? So, My Little Box. Gucken hier. Werde ich dann gleich auch eben unten stehen lassen. Na, dann wieder wegpacken, wenn ihr auch weg seid. Die Nummer 8. Mal gucken.
oben. Ja, sofort gefunden. Passt. Was haben wir da drin? Oh. Ey. Das ist, glaube ich, ein Deo-Stick. Den habe ich ja nicht auch schon gesehen. Von Fair Organic Vegan. Vegan. I plus M Deo Stick Fresh Liberation. Ja. Oh, ich mag dieses Geräusch. Bip. Oh ja, das riecht sehr frisch. Das ist, den kann man hier unten dann nur nach oben drücken. Und dann wird der halt weich, wenn man das hier so unten drunter unter seine, ja, Achsel macht. Ohne Aluminiumsalze, das finde ich sehr gut. Verpackung aus Papier, noch besser. So, wieder rein und wieder. Kennt ihr die Folge bei Alf mit seinen bunten Stifte? Plop. Ja, ich bin gespannt, wie das ist. Ich habe ja sonst immer oft beim Deo jetzt irgendwie ins Klo gegriffen, da das nicht so toll war vom Schutz her, dass irgendwie man nach Schweiß gerochen hat. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so. Den teste ich natürlich gerne aus. So, jetzt kommen wir zu Nummer 8 von der lieben Tanja. Ja, das ist diesmal was... Dick. Schauen wir mal, was sie mir da reingetan hat. Oh, was ist denn da? Ein Diamant? Ein Luxury Bathing Company Creme Brûlée Orange Blossom. Das hat sie bestimmt hier von TK Maxx. Wir müssen das jetzt hier mal aufmachen. Ich will da doch reingucken. Wir machen das jetzt hier mal unten auf. Gucken, was das ist. Ich will es ja auch benutzen. So, einmal. Aber eine schöne Verpackung. Ne? Eine schöne Verpackung mit dieser, so diamantmäßig. Ne? Finde ich toll. Das ist nämlich ein Creme Brûlée Orange Body Wash. Okay, ein Duschgel. Das ist einmal ein Duschgel. Oh, das ist sogar zu. Nur da riechst du nichts raus. Ein Duschgel und wahrscheinlich eine Bodylotion, oder? Eine Körpercreme, genau. Auch Creme Brûlée Orange Blossom Bodycreme. Ja, super. Toll. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Die 8, die kracht. Mal wieder. Außer jetzt halt mein Nagelhärter. Aber der geht ja dann an euch, ne? Das ist ja nicht das Problem. Ja, das war's. Das war die Nummer 8, der 8. Dezember. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen wieder, nämlich da ist der 9. Dezember. Also, ich bin schon ganz gespannt, was ich da drin habe. Die 8 war ja toll. Ja, dann bis morgen. Tschüss.